Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age The Whale Guard. Ja, Leute, wir sind hier im Leuchtturm und irgendwie. Ich habe nur Pause gedrückt und irgendjemand hat die Tür zugemacht. Was soll das denn? Ach, Garderobe. Ah, und hier können wir unsere Rockets anpassen. Ändern. Genau, hier haben wir jetzt das Blutdrachenzeug. Panzerkleidung. Ändern. Ah, dann können wir auch sogar... Ah. Da können wir einfach dann halt einen Skin drüber legen. Das ist richtig cool. Lol, wir können sogar bei den anderen das ändern? Also sie hat keine Freizeitkleidung. Ja, da hätten wir jetzt die... Das ist alles noch... Kleidung der Fahrt der Gemeinsamkeit. Entscheidung der Fahrt der Ahnen. Das Leder dieser von Freunden aus den Reihen der Wächter für Haar, den gefertigten Rüstungen, weist sie als enge Verbündete des Ordens an. Diese robuste Rüstung aus gehärtetem Leder eignet sich perfekt für die Durchquerung selbst der unwirtlichsten Bereiche der tiefen Wege. Cool. Und Neff. Die unermüdliche Detektivin. Hm. Mal gucken. Wie gesagt, normalerweise hätte ich jetzt noch die Deluxe-Sachen für die, aber okay. So, Varric, wie geht's dir? Ich wünschte, ich könnte mit euch da draußen sein, Rook. Seid einfach vorsichtig, ja? Mann, ey, Mann, sonst wärst du wieder mal ein Teammitglied gewesen. Na, Süße, wie geht's dir? Ich überlege, ob ich dich romance. Ich kann nicht mit dir reden. Ich romance dich doch nicht. Nee, aber keine Ahnung, ich bin halt echt schade mal legen. Also, man kann ja jeden Charakter diesmal mit... jedem Geschlecht und jeder Rasse romancen. Und halt, ja. Meine Überlegung war halt, die beiden, die wir jetzt schon haben. Harding oder Neff. Das waren so meine, ja, Gedanken dazu. Vor Release. Aber mal gucken, wen wir noch so kriegen. Suchen wir jetzt erstmal Neff. Bibliothek, du betrittst ein neues Gebiet. Ja, das sieht so aus, ob Solus hier irgendwie gelebt hat. Was haben wir denn hier? Bibliotheksaktualisierung. Einführung in den Leuchtturm. Neuer Codex-Eintrag. Moment. Oh, Moment. Vor 6 Monaten verfasster Brief. Mercer, schön von euch zu hören. Ich hoffe, der Norden behandelt euch gut, trotz eures scheuen Gegners. Die Lage hier in Minrath ist so gut, wie man erwarten könnte. Die Venatori-Präsenz steigt, weil sympathisierende Magister obszöne Goldmengen in den Kult pumpen. Einige Schattendrachen hatten schon Auseinandersetzungen mit ihnen, vor allem mit denen, die Rache für eure Zerschlagung ihres Sklavenrings in Nessus wollen. Aber macht euch keine Sorgen. Damit werden wir schon fertig. Konzentriert euch jetzt auf eure Arbeit mit Varric. Ein starkes Bündnis mit jemandem, der Kontakt zur Inquisition und nach Kirkwall hat, kann nur zum Nutzen der Schatten und der Leute, denen wir dienen, sein. Führt uns ins Licht und viel Glück. Viper. Okay, wer auch immer Viper ist, irgendjemand, den wir kennen... Einführung in den Leuchtturm. Der Leuchtturm war einst ein Ort des Lernens, voller Hilfsmittel, um die Geheimnisse mächtiger Magie zu ergründen. Als Solus gegen jene rebellierte, die sich selbst als unsere Götter bezeichnen, wurde der Leuchtturm zu seinem Stützpunkt voller Hilfsmittel, um Möglichkeiten zu ergründen, uns von der Tyrannei der Evanuris zu befreien. Ihr alle, sowohl jene aus Fleisch und Blut als auch jene aus dem Nichts, seid hier sicher. Jeder, der mithelfen will, ist willkommen. Die Magie des Leuchtturms wird eure Bedürfnisse stillen, für euer Wohlbefinden sorgen und euch sogar dabei helfen, fremde Sprachen zu verstehen, was insbesondere für jene wichtig ist, die aus weit entfernten Teilen des Reiches hierher geflohen sind. Solltet ihr noch etwas anderes brauchen, stehe ich euch gerne zur Seite. Fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Verlassen, okay. Können wir hier... Ah ja. Haben wir sonst noch was? Die Welt von Thedas. Ach, du Scheiße. Wir haben ganz schön viel. Und das ist eigentlich alles so cool. Und das sprengt einfach den Rahmen. Das kann ich nicht alles vorlesen. Guckt euch... Sexualität in Thedas gibt es hier sogar. Sehr cool. Das kann ich nicht alles vorlesen. Brief und Nachrichten. Und dann, Glossar.
der Begriff in Dragon Age. Das ist auch sehr cool für Leute, die vielleicht neu in der Serie sind. Wobei das, glaube ich, echt schwierig ist, mit Wailgard einzusteigen. Die Schattendrachen. Das ist doch unser. Oh Gott, ich würde das so gerne alles vorlesen, ne? Ich würde das so gerne alles vorlesen. Ich überlege gerade vielleicht... Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich mal so Folgen, wo ich einfach irgendwas vorlese. Einfach so zwischendrin. Okay. Karte. Ich finde das cool, dass man sieht, wo die Leute sind. Die kleinen Bildchen sind auch richtig, richtig cute irgendwie. I love it. Tagebuch. Genau, da wollte ich hin. Vorzeichen und Omen. Als die Gruppe handelt, um den Schreckenswolf Einhalt zu gebieten, werden uralte Mächte auf der Welt entfesselt. Hier ist sogar so ein Was-bisher-geschah-Ding. Ist das cool. Leuchtturm. Nachdem die Gruppe Solas Ritual unterbrochen hat, muss sie seiner Behauptung nachgehen, dass alte, verderbte Götter in die Welt gelassen wurden. Erkunde den Leuchtturm, siehe nach Neff. Einfach so eine... Wie heißt sie? Sie heißt Borte oder Borch, Harding, leitende Sperren der Inquisition. Stürzt sich mit ihren treuen Bogen und unerschütterlichen Zuversicht kopfüber in jedes Abenteuer. Als Varric zu seiner Suche nach dem Schreckenswolf aufbrach, sollte Harding, vormals leitende Sperren der Inquisition, ihn begleiten und unterstützen. Nun haben die Umstände sich geändert. Varric ist nicht mehr im Einsatz und Harding muss einen Weg finden, wie sie zu Ende bringen kann, was sie und Varric begonnen haben. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, darum habe ich den jetzt mal weggelassen. Neff Gallas, Privatermittlerin, Mitglied der Schattendrachen, stets mit einem Fall befasst. Neff Gallas, Neff Gallas, Privatermittlerin in Minrathus, hat zugestimmt, mit Varric Solas aufzuspüren. Es lief nicht wie geplant und Neff hasst nicht abgeschlossene Fälle. Sie wird erst ruhen, wenn die Sache mit Solas und den Göttern erledigt ist. Und währenddessen wird sie zugleich ihre Heimat im Auge behalten. Ist das cool? Das ist richtig geil. Story abgeschlossen. Ich bin im Ferngirl-Modus. Da werde ich so schnell nicht rauskommen. Wieso kann ich hier nirgendwo rein? Was ist das denn, ey? Sodas. Der Weg ist noch zu. Der ist noch zu. Neff ist da hinten, ne? Ne, ich soll einfach nur die Treppe runter. Okay. Ja, Moment. Ich muss mal gucken, ob hier oben noch was liegt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Das wird diesmal... Ja. Ein... Einfach run, wie ich das gerne spielen möchte. Also wie ich es vermutlich auch privat spielen würde. Normalerweise bin ich in Let's Plays ja immer so ein bisschen schneller unterwegs. Aber ganz ehrlich, ich möchte das Spiel einfach in vollen Zügen genießen. Okay, wir laufen jetzt mal über den Tisch. Was ist das denn hier? Türtafel. Drei Zusammentreffen von Angesicht zu Angesicht. Unter freiem Himmel. Da geht es auch noch runter. Wo geht's hier hin? Immer die Tür wird noch zubleiben. Wird sie nicht. Ach, hier ist der Lovian, wo wir reinkommen. Okay, okay, okay. Ich komme immer noch nicht über die Hairphysics hinweg, ne? Das ist so cool. Gut, manchmal rasten die so ein bisschen aus, aber das passt. So, Neff. Oh. Oh. Ja, die Musik ist alleine. Das sieht aus wie ein Leuchtturm. Wir sind im Nichts. Na, hat. Sieh mal einer an. Oh, sie ist so hübsch. Wir, mit den offenen Haaren. Wir sind tatsächlich im Nichts. Ja. Dem Reich der rohen Magie, der Albträume und dem hier anscheinend. Ist ein bisschen viel auf einmal. Alter, guck mal sie mal an. Harding will mit uns reden. Darüber, wie es weitergeht. Das wäre sicher angebracht. Aber wenn ihr mal durchatmen müsst, nutzt die Zeit und seht euch um. Stufe 2. Drücke, um den Fertigkeiten-Bildschirm zu öffnen und neue Fertigkeit zu halten. Erkunde den Leuchtturm, versammle die Gruppe am Tisch in der Bibliothek. Optional sprich mit Neff, optional sprich mit Harding. Okay. Oh Gott, so viel zu tun am Anfang. So, fähig. Ach du Scheiße. Okay,
Okay, gehen wir nochmal da rein? Okay, okay. Verteidigung, okay. Gegenangriff? Das ist das, was wir schon können, ne? Ausweichmanöver. B, B, dann... Okay, muss ich mal versuchen. Das ist noch gesperrt. Das haben wir schon. Explodierender Pfeil. Okay. Was müssen wir denn... Ach nee, Moment. Wir müssen eins der beiden Sachen lernen. Bevor wir irgend... Okay, okay. Eins der drei Sachen. Dann möchte ich einmal das da... Okay, wir können... Okay, okay. Müssen wir denn hier hin... Ah ja, gut. Wir müssen in die Richtung gehen, um die... Jetzt... Oh, okay, okay, okay. Ich muss einmal hier klarkommen. Ich finde Skilltrees immer... Cool, aber unübersichtlich. Ich habe lieber, wenn es keine gibt, ehrlich gesagt. Weniger Dynamik verlieren. Verteidigen. Ich glaube nicht, dass ich viel verteidigen werde. Sprungangriffe. Garantieren kritische Treffer, wenn das Ziel zu Boden geworfen ist. Klingenwirbel. Nekrotik. Du Schande. Ersetzender Regen. Taschendiebstahl. Mit seiner Detonation bei schnappt ihr einen nahen Gegner und bleibt einen Trank. Wird bei Treffer blutend. Ah. Keine Ahnung. Gegenangriff klingt schon cool. Das klingt immer auch cool. Ich würde halt gerne einen von den Sachen machen, aber... Dicke Taschendiebstahl. Ich hätte gern das da, glaube ich. Warte mal, wo ist denn was? Hier unten ist... Schleierjägerin, okay. Da ist... Roboteurin, da oben ist dann Dujuland. Dann machen wir mal noch das da. Okay. Passt. Hoffe ich. So, okay. Mit markierten Inhalten werden irgendwann ablaufen. Oh, das ist richtig gut, dass das markiert ist. Was zeitlich begrenzt ist. Was ist zeitlich begrenzt? Mit Harding reden und mit Neff reden. Okay, cool. Oh, das finde ich cool. Ich hoffe, das ist immer markiert. Das hasse ich nämlich in Spielen, wenn man irgendwelche Nebensachen verpasst, wenn man irgendwie progressed und das dann nicht weiß. Speisesaal. Oh, hier ist aber nicht viel los. Ich habe Hunger. Tatsächlich Hunger. Das ist nicht gut. Denn ich will weiterspielen. Bemalter Topf. Wertgegenstand. Cool, cool. Wo geht's hier hin? Arbeitszimmer. Irrlichter. Es ist zwar keine große Überraschung, im Nichts auf sie zu stoßen, aber ich könnte schwören, dass sie mir folgen. Alles in Ordnung? Wir sind hier an einem seltsamen Ort gelandet. Aber ich komme schon zurecht. Ihr kennt mich ja. Tue ich das? Wir sind beide Schattendrachen und beide aus Minrathus. Mag sein, dass sich unsere Wege bisher noch nicht gekreuzt haben, aber es gab auf jeden Fall schon Überschneidungen bei unserer Arbeit. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich muss sagen, ich finde sie richtig hot, ne? Ich überlege gerade, ob es sinnvoller gewesen wäre irgendwie, oder cooler gewesen wäre, ich hätte einen Menschen mal gemacht, weil der schon unser Inquisitor eine Elfe ist. Aber jetzt haben wir uns entschieden. Mehr. Schatten halten zusammen. Okay, komm, Leute. Wir fangen direkt mal an. Ich bin nicht sicher, ob gemeinsam ein Ritual zu unterbrechen die beste Methode ist, jemanden kennenzulernen. So viel zum ersten Eindruck. Ich hoffe, ich mache einen besseren zweiten. Naja,
Sagen wir mal, ihr seid auf einem guten Weg. Alter, sie ist so heiß. Ihr macht euch viele Notizen. Worüber eigentlich? In letzter Zeit? Über das, was wir wissen, beziehungsweise wussten, bevor Solas alles über den Haufen geworfen hat. Okay. Und das wäre? Nicht viel. Ich bin mir sicher, Borte würde es hassen, das zu hören, aber ein Schritt nach dem anderen. Okay, sie heißt echt Borte. Okay. Wir kriegen das schon hin. Davon bin ich überzeugt. Ach ja? Wisst ihr etwas, das ich nicht weiß? Nein, aber... Naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Nein, nicht wirklich. Okay, Neff gefällt das. Ja, Neff gefällt mir. Okay, ziemlich cool, die kleinen leuchtenden Dinger hier. Können wir noch mit ihr reden? Nee, können wir nicht. Okay. Woran wird das festgemacht, wenn wir reden können? Wenn wir jetzt weggehen, können wir nochmal hingehen? Nee. Ich meine, ich glaube, ich... Nichts Neues für euch. Oder hab ich... Ja, hast du, Schnucki. Oh Mann, ey. Liebe Roman Systems. Merkt man das? Nee, oder? Ich überlege tatsächlich, ob ich unsere Rook nochmal ein bisschen im Nachhinein ändere. Aber mal gucken. Mal gucken. Eigentlich gefällt sie mir ja. Ich hätte eigentlich lieber, dass sie sich ein bisschen mehr von unserem Inquisitor abhebt. Ich weiß nicht, wie groß die Rolle des Inquisitors in dem Spiel sein wird. Können wir uns das eigentlich irgendwie auf der Map markieren? Will ich mal testen. Können wir? Spiel wechseln? Ja. Nee, ich glaube nicht. Spiel wechseln? So, dann schalte ich da... Ah, okay, okay. Aber man kann sich anscheinend nichts auf der Map markieren. Schade. Oh, und das muss ich auch gucken. Da oben, der Kompass dreht sich mit. Ich möchte gerne, dass Norden nach Norden zeigt. Ich finde das mal richtig irritierend, wenn sich das mitbewegt. Hey, Harding. So sollte es nicht ablaufen. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir nur tun? Oh. Hey, Süßer. Man, die ist ja richtig fertig. Harding? Oh, hey, Rook. Wie geht's euch? Das sollte ich wohl eher euch fragen. Ihr wurdet meinetwegen verletzt. Oh. Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Ist so süß. Dass es gefährlich wird, das war uns allen von Anfang an klar. Es gibt so viel zu tun. Wir müssen einfach weitermachen. Seid ihr euch sicher, dass es euch gut geht? Missbillig ihr solltet euch vielleicht lieber noch ausruhen. Ja, Rook, mir geht's bestens. Oh, das war nicht gut. Mir ist einfach nur ein bisschen schwindelig und das legt sich schon wieder. Okay. Harding, ihr könnt nicht einfach... Ach nein, das werden wir ja sehen. Wir müssen zurück zu der Ritualstätte, nicht wahr? Hören wir also auf, uns Sorgen um mich zu machen und gehen es an. Holt mich einfach hier ab, wenn wir aufbrechen können. Ach Mann. Holzschuhe an. Sehr cool. Ach Mann, jetzt habe ich was gemacht, was sie nicht mag. Aber ich muss ja erstmal die Charaktere kennenlernen. Ich weiß noch nicht so ganz, was denen gefällt und was nicht. Ich wollte ja einfach nur zeigen, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache. Aber ich glaube, sie hat das lieber, wenn man, ja, die doch dann ein bisschen mehr unterstützen, Vertrauen in sie hat. Dass sie das schon selber einschätzen kann. So. Gold. Da geht's nicht weiter. Und nicht gerade ungefährlich hier, ne? Okay, aber dann haben wir hier jetzt... Genau, da ist das... Da können wir noch nicht hin, ne? Ne, da ist noch nichts. Okay. Ich finde auch geil, wie smooth dieses Spiel einfach läuft, ne? Ich überlege, ob ich Raytracing nochmal ein bisschen hochdrehe. Das habe ich nämlich als einziges nicht auf ganz krass gestellt, weil das eigentlich immer mein PC nicht schafft. Aber da die Grafikkarte nur zu 30% ausgelastet ist, was mich richtig wundert. Mal gucken. Also, wir haben das Ritual aufgehalten.
Und Varric hat den Preis dafür bezahlt. Mädelsabend. Hey, es war Varrics Entscheidung, mit Solis zu reden. Er kannte die Risiken. Genau wie wir alle. Und jetzt ist Solis fort. Und wir sind hier. Wo auch immer hier ist. Abgesehen von im Nichts. Solis hat diesen Ort den Leuchtturm genannt. Ach ja? Wann? Tut mir leid. Das war, als ich bewusstlos war. Solis ist mir im Traum erschienen. Wirklich? Ein Glück, dass es euch gut geht. Kann ich nicht einfach beide nehmen? Sitzt er jetzt im Nichts fest. Was also meint nicht ihr, Mädels? Hier, sondern in einer Art Gefängnis. Seid ihr euch sicher, dass ihr das nicht einfach nur geträumt habt? Das wäre absolut nachvollziehbar. Solis ist fähig, im Traum mit anderen zu reden. Sie sogar zu töten. Er meinte, dafür wäre unsere Verbindung nicht stark genug. Er konnte mich nur erreichen, weil ich geblutet habe, als ich an der Ritualstätte das Bewusstsein verlor. Dann setzt Solis also Blutmagie ein. Wie es jeder normale Magier auch tun würde, um mit eurem Verstand zu spielen. Er ist aber nicht mit kein normaler Verstand. Magier. Ich hab es euch doch gesagt. Er ist ein Elfengott. Dass er ein nettes, kleines Ritual zustande bringt, macht ihn noch lange nicht so einem Gott. Ach so, gut, sie glaubt das halt noch nicht, ne? Sie ist ja neu dabei. Ja? Oh, wir können elfisch reagieren. Die Götter meines Volkes waren unvorstellbar mächtig. Und ich meine nicht mächtig wie fähige Magier. Sie haben ganze Städte zerstört. Berge dem Erdboden gleichgemacht. Also, nein. Sie mögen vielleicht keine Götter im wörtlichen Sinne sein, aber sie sind deutlich schlimmer, als ihr offenbar denkt. Also gut. Fakt ist, wir haben das Ritual aufgehalten und scheinen vorerst außer Gefahr zu sein. Seid ihr euch sicher, dass Solis euren Verstand nicht mit Hilfe von Blutmagie manipulieren kann? Ich bin mir in überhaupt nicht sicher. Und wir sind leider nicht außer Gefahr. Wie meint ihr das? Solis hatte zwei der anderen Elfengötter eingesperrt. Als er gefangen gesetzt wurde, sind sie entkommen. Ach so, nur die beiden sind entkommen? Dann sind diese Dinger, okay, die wir aus dem Nichts kommen sahen, als das Ritual außer Kontrolle geriet, also... Es sind... Elganan und Gilenane. Zwei der Altelfengötter, gegen die Solis rebelliert hatte. Okay, okay, okay. Hm. Als ich mit ihm gesprochen habe, hatte er Angst vor ihnen. Er sagte, sie seien schreckliche Tyrannen. Tyrannen, die derart mächtig sind, dass sich die elfische Geschichte als Götter an sie erinnert. Solis meinte, Elganan und Gilenane hätten Macht aus der Verderbtheit gezogen und wurden dabei selbst verderbt, woraufhin er sie eingesperrt hat. Dann haben wir es jetzt also anstelle eines Gottes mit Zweien zu tun. Und sie sind nicht nur mächtig, sondern auch verderbt. Wir müssen da raus und sie aufhalten. Einfach so? Ohne Varric? Und obwohl ihr es... Ach, ich komm nicht drüber weg, wie hübsch die ist, ne? Mir geht's gut. Wir können hier nicht einfach nur untätig rumsitzen. Wir müssen Nachforschungen anstellen. Rausfinden, womit wir es zu tun haben, bevor wir blindlings losstürzen und alles noch schlimmer machen. Und wie viele Leute sollen noch verletzt oder getötet werden, während wir Zeit... Sie macht sich ja so richtig Sorgen, ne? Die sind halt komplett unterschiedlich, die beiden. Ja, beide halt recht. Weißt du, das Ding ist halt, ich will nicht schon wieder gegen Hardin gehen. Aber eigentlich hat Neff recht. Neff hat recht. Wenn Elganan und Gilenane schlimmer als Solis sind, müssen wir zunächst wissen, wozu sie fähig sind und was sie wollen. Aber wir haben nichts weiter als Solis Behauptungen. Immer um das System so ein bisschen zu zeigen. Selbst auf den Grund gehen. Wir finden raus, womit wir es zu tun haben und gehen dann gegen sie vor. Na schön. Der Illuvian hat uns hierher gebracht, statt zurück nach Menrethis. Hoffen wir also, dass er uns auch wieder zur Ritualstätte zurückbringt. Vielleicht finden wir am Ort des Geschehens ein paar Hinweise. Harding, fühlt ihr euch dem schon gewachsen? Natürlich. Ich werde bestimmt nicht untätig zusehen, wie ein paar Elfengötter die Welt vernichten, nur weil ich Kopfschmerzen habe. Na, ich bin echt gespannt, ob das irgendeine Auswirkung hat, wer von beiden verletzt wurde. In einem speziellen Raum. Er ist direkt die Treppe runter. Das wäre schon irgendwie krass. So, untersuche Solis Ritualstätte. Finde den Illuvienraum. Oh Mann, Leute. Nein. Es gibt sogar einen Fotomodus hier, sehe ich gerade.
Ich würde gerne mal mit Varric reden. Wie komme ich denn nochmal zu ihm? Ja, Mädels, ich komme gleich. Varric! Varric. Oh, mit Varric kann ich nicht reden. Okay. Huch, okay. Ja, das wollte ich so. Ich würde eigentlich gerne in der nächsten Folge erst rausgehen, aber die Folge ist halt auch nicht lang genug. Oh, was liegt da? Der Lovian des Schreckenswolfs. Die meisten von uns sind bisher nur den Vorstellungen jener, die sich selbst als unsere Götter bezeichnen, entsprechend durch die Eloviens gereist. Wir kennen sie als Spiegel, die immer von einem zum anderen führen und unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen paarweise verbunden sind. Solus ist den sogenannten Göttern einen Schritt voraus. Wenn wir normale Elovien nutzen, könnten sie uns zu unserem Versteck folgen. Solus hat Yunus' Werk jedoch verbessert und einen Spiegel erschaffen, dessen singender Stein seine Melodie verändern kann und dass er nicht nur zu seinem verbundenen Gegenstück führt, sondern auch zu jedem anderen Elovian. Wir können somit ohne Angst vor Verfolgung überall hinreisen, wo uns diese Rebellion braucht. Die Reisen durch ihn sind ebenso sicher wie bei einem normalen Elovian. Solltet ihr aber noch Zweifel haben, werde ich euch gerne anleiten. Fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Verlassen. Okay, wer ist verlassen? Den würde ich gerne treffen. Was ist da oben? Nee, hier unten. Schien das? Aber das hatte ich doch gerade. Okay. So. Okay, Leute. Aber einfach, weil es ein coolerer Cut ist, wir gehen durch den Eluvian beim nächsten Mal. Ein bisschen Spannungsbogen hier aufbauen. Ich hoffe, auch wenn wir nicht viel gemacht haben, nur ein bisschen gequatscht und den Leuchtturm erkundet, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ich bedanke mich wie immer jemals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.